Im Rahmen des Fahrberichts der neuen Generation Golf oder des Updates des Golf oder des Facelifts Golfs, wie man das auch immer nennen möchte, schauen wir uns auch natürlich die fortschrittlichste und neueste Version des Multimedia-Systems an, der Digitalisierung hier im Cockpit. Und dazu sitzen wir hier im E-Golf. Dazu muss man nämlich nicht den Motor anmachen, um alle Funktionen hier anzuzeigen, sondern einfach nur die Zündung anmachen und dann läuft der Motor ja schon gleich mit, da es ja ein Elektromotor ist. Wir haben hier zum einen, das ist serienmäßig im E-Golf, ein 12,3 Zoll Active Display hinterm Lenkrad, also ganz genau vor mir, das digitalisierte. Und zum anderen haben wir das Discover Pro System drin, ein 9,2 Zoll System hier in der Mitte mit einer schönen Glasplatte abgedeckt, das wir hier, wie gesagt, serienmäßig haben. Aber auch jeder Golf kommt jetzt mit einem Bildschirm, das war schon immer so, aber die untere Version, die hatte bislang schwarz-weiß Bildschirme. Das ist jetzt auch geändert und wird ausgetauscht gegen ein 6,5 Zoll Farbdisplay, was wir hier dann haben. Das heißt dann Composition Touch. Dann haben wir in der Mitte ein 8 Zoll Display. Das ist serienmäßig in manchen Derivaten, zum Beispiel GTI und R. R hat wahrscheinlich das große Display drin. Das müssen wir nochmal im schriftlichen Fahrbericht, den wir hier verlinkt haben, nochmal klären. Und dann haben wir, wie gesagt, die aufpreispflichtigen 9,2 Zoll in diesem E-Golf hier nicht, aber im ganz normalen Golf sind diese Systeme oder ist dieses große System aufpreispflichtig. Das punktet, das sehen wir uns jetzt gleich an, indem wir die Zündung starten bzw. den Motor starten, indem wir auch auf die Bremse gehen. Da sehen wir das Logo E-Golf und Sound bei Dynaudio mit der 8 Lautsprecheranlage hier im Interieur. Genau. Was wir zuallererst sehen, ist das Radio, die Radiosteuerung. Und da können wir auch gleich schon die Gestensteuerung ausprobieren. Jetzt ist der wahre Moment da, ob es auch tatsächlich funktioniert, ob man hier wischen kann oder nicht. Okay, nein, das kann man gerade nicht. Doch, jetzt geht's. So, jetzt kann man hier wischen zwischen den Radiosendern. Genau, dann hört man immer auch ein kleines Geräusch. Mal sehen, ob man das dann auf der Aufnahme auch hört. Und jetzt kann man so immer durch die Radiosysteme durchwischen. Genau. Ob das jetzt unglaublich praktisch ist oder eher verwirrend, so unglaublich toll, ja, ist es schon schön, aber bei BMW kann man zum Beispiel auch die Lautstärke noch ändern, indem man so dreht und noch das Schiebedach öffnen zum Beispiel. Das geht hier alles noch nicht. Hier ist es rein die Funktion Wischen hin und her und das muss man auch direkt vom Display machen, sonst erkennt er das nicht. Also das ist noch nicht ganz perfekt ausgereift, wie man hier sieht. Da ist noch Luft nach oben. Gehen wir mal ins Menü. Da sind jetzt auch keine Knöpfe mehr, die man hier drücken muss, sondern ist alles auf der berührungsempfindlichen Glasplatte, die wir hier haben. Hier haben wir schön übersichtlich und einheitlich in Schwarz-Weiß dargestellt und mit blauen, natürlich im E-Golf und VW Golf GTE natürlich, blau dargestellte Zierleisten. Und jetzt kann man auch bei den Apps hier wischen. Funktioniert jetzt gerade besser, als ich dachte. Wenn man weiß, in welchem Abstand man zum Display gehen muss, dann kann man hier wirklich wunderbar durchwischen. Aber auch das war schon, ne? Man kann jetzt zwischen diesen beiden Seiten hier wischen und ja, mehr ist jetzt nicht. Man sieht auch immer, wenn man wischen kann, da ist eine ganz kleine Hand am Rand des Displays. Dann weiß man, okay, die Gestensteuerung ist jetzt aktiv. Die Hand ist jetzt im richtigen Abstand zum Display. Wenn man dann weiter weggeht, dann ist die Hand weg und dann kann man nicht mehr wischen und passiert auch nichts, wenn man weiter rangeht. Dann taucht die Hand jetzt gleich wieder auf. Ja, jetzt taucht sie auf. Und jetzt kann man in diese Richtung wieder wischen, genau. Gut, im Radio, da waren wir gerade drin. Da können wir wie bislang auch die Senderliste auswählen. Das System ist ja von der Art her gleich geblieben. Das ist auch gut. Da muss man sich nicht unglaublich umgewöhnen. Dann haben wir hier Medien. Falls wir eine CD eingelegt haben, falls das Teil hier überhaupt noch einen CD-Spieler hat, weiß ich jetzt nicht. Können wir gleich gucken in der Quelle. Ja, SD-Karte, USB, CD, DVD hat es noch auf jeden Fall. Genau, WLAN können wir alles abspielen. Hier ist wahrscheinlich keine Daten vorhanden, aber da ist es gekoppelt oder koppelbar mit allen möglichen Schnittstellen, die man hier heutzutage auch hat. Das passt auf jeden Fall. Dann haben wir das CarNet. Online-Dienst wird geprüft, hoffentlich ist freigeschaltet. Ja, genau. Da können wir ins Internet gehen und Nachrichten, Wetter und das Ganze, die ganzen Dinge abfragen. Das ist wirklich
ziemlich spannend. Hochwischen kann man nicht. Nein, hochwischen kann man nicht. Das geht nicht. Wetter. Können wir uns das Wetter anschauen, wie es hier auf Mallorca gerade ist. El Arenal. 17 Grad, genau. Wir sind hier direkt an der Rennstrecke, wo wir mit dem GTI gerade auch standen. Auch das sei gerade verlinkt. Genau, und da können wir die ganzen Dienste abrufen. Da gehen wir jetzt nicht alle durch. Das brauchen wir jetzt nicht zu machen. Man kann sich dann hier vorstellen, was man alles abfragen kann. Parkplätze, Tankstationen und Routen, alles kann man hier quasi machen. Dann eine ganz wichtige Sache, App Connect. Die neuen Systeme haben hier zum Beispiel einen Einbruchschutz, wenn ein Einbrecher das Auto aufbrechen möchte. Also wenn ein Einbruchversuch vermerkt wird, dann kann man so einstellen, dass es dann per Handy quasi an das SMS, also per SMS an das Handy gesendet wird. Oder zum Beispiel, es gibt eine App, das dürfte die Eltern freuen, von besonders waghalsigen und abenteuerlustigen 18-jährigen Kindern und 19-jährigen, wenn das Auto eine gewisse Höchstgeschwindigkeit, vorher definierte Höchstgeschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit, überschreitet oder ein gewisses Territorium erreicht, dann wird man auch informiert, dann werden die Eltern per SMS informiert. Diese Apps, die kann man alle machen, alle installieren. Das ist eine schöne Sache, wenn man damit nicht überfordert ist, wenn man weiß, wie es geht. Das funktioniert unter diesem Menüpunkt hier. Dann haben wir ganz normal Telefon. Klar, Mobiltelefone suchen. Ich habe meins nicht gekoppelt im Moment. Da kann man auch wie gewohnt aber die Liste durchgehen. Das hatten wir ähnlich auch des Audi-Systems, Audi-Cockpit. Das ist hier ganz ähnlich aufgebaut. Dann Fahrzeug, das jetzt auf den GTE und auf den E-Golf abgestimmt. Die beiden teilen sich diese Darstellung des Systems. Hier kann man zum Beispiel ein Potenzial herausfahren, wenn man Klimaanlage ausschalten würde. Wie viel Potenzial wäre dabei, da noch Kilometer rauszuholen? Oder man hatte den Energiefluss der Zelle. Das kann man vielleicht jetzt sehen. Nein, wir fahren nicht. Okay. Aber dann sieht man hier die Pfeile, wie voll die Batterie zum einen ist und wo die Energie hinfließt. Das ist ganz nett gemacht. Auch das Display, was man hier, diese Darstellung, die kann man auch hier ins Active Info Display einbinden. Gut, dann haben wir die Rekuperation. Das waren meine Vorgänger, wie die hier gefahren sind. Aber das kann man jetzt nicht mehr hier genau anschauen. Man sieht es nur noch so ein paar bisschen dargestellt. Okay, das passt. Allgemein kann man sagen, das System reagiert richtig gut auf Befehle. Das passt. Das macht Spaß und man vertippt sich auch nie. Hier sieht man noch die ganzen Sperrungen, wie der Verkehr ist hier auf Mallorca, was alles zu ist und was nicht. Und jetzt wischen wir mal nach rechts. Genau. Man kann natürlich auch nach wie vor am Display wischen. Das machen wahrscheinlich die meisten, würde ich auch machen. Denn das wäre natürlich mir dann ein bisschen zu aufwendig, hier mal rumzuwischen. Dann kann man Bilder anschauen. Ja, eine Quelle auswählen haben wir da leider auch nicht gerade. Das Setup hier, da gehen wir mal kurz rein, was man da alles auswählen kann. Aber das ist das gleiche Menü wie beim Vorgänger auch. Deshalb würde ich jetzt hier nicht weiter in das Einstellungssystem hineingehen. Was ich noch kurz anspreche, ist das Dyna Audio Klangsystem. Da kann man hier den Soundfokus einstellen, wo man gerade sitzt. Das kann man hier vorne rechts, vorne links oder hinten. Oder vorne und hinten kann man alles einstellen, wie der beste Klang sein soll. Dyna Audio ist ja ein amerikanisches System. Hatten wir auch im New Beetle, den wir in Amsterdam auch gesehen und gereviewt haben. Genau, und dann haben wir den VW Media Controller, da braucht man aber WLAN dazu. Das war's im Wesentlichen von dem System hier, von dem großen System. Es macht auf jeden Fall deutlich mehr her, es ist schöner eingepflegt, es ist ganz plan, designtechnisch ein wunderschönes Teil. Und dann würde ich einfach die Kamera in die Hand nehmen jetzt nochmal und das System hier kurz durchgehen. Das unterscheidet sich aber vom VW Tiguan, da hatten wir es auch schon mal erwähnt, nicht wirklich. Trotzdem gehen wir hier durchs Active Info Display nochmal kurz per Hand durch. So, jetzt sind wir hier am Active Info Display dran und können gleich mit der rechten Bedienung hier, mit dem rechten Bedienfeld, was man hier eingeblendet sieht, können wir hier durch das Info Display scrollen. Wir haben die Möglichkeit nach rechts und links und nach oben und nach unten zu scrollen. Wenn wir hier rechts und links, dann haben wir die Ansichten, die wir auswählen können. Drücken wir mal OK. So, dann können wir die verschiedenen Ansichten hier, wenn wir zum Beispiel das gesamte Thema ändern wollen auf Klassik, so wie es im Werks, in der Werkseinstellung eingestellt ist, gehen und jetzt zurückgehen. Dann sehen wir hier die klassische Darstellung mit großen Systemen oder auch kleinen Systemen. Die kann man dann nach vorne holen, wenn man OK drückt oder auch wieder OK entdrückt.
dann ist das kein Thema, das hier so zu verändern. Gehen wir weiter. Ansichten, Audio, keine Quelle ausgewählt. Das hatten wir gerade schon auf dem großen Display. Telefon habe ich auch nicht verbunden, aber sonst sind hier alle Sachen eingestellt. Oder den Fahrzeugstatus. Und jetzt kann man hier sagen, okay, wenn was vorhanden wäre, wenn irgendeine Fehlermeldung oder irgendwas vorhanden wäre, könnte man hier durch die Fehlermeldungen durchscrollen. Das haben wir hier im Moment nicht. Deswegen gehen wir weiter. Die Fahrdaten. Da können wir hier alle Sachen anzeigen lassen, die wir haben möchten. Fahrtstrecke, Fahrzeit, Reichweite und immer wieder draufdrücken. Und dann haben wir das als aktives Display. 16,5 Kilowattstunden ist der Verbrauch von dem Golf. Das ist natürlich nicht repräsentativ, weil die meisten richtig durchdrücken. Genau, Geschwindigkeit haben die meisten eingestellt. So, das passt. Gehen wir weiter auf die Assistenten. Die kann man dann hier einstellen, was man alles haben möchte. Lane Assist, Blind Spot, Ausparkassistent, Front Assist. Genau, haben wir alles angeschaltet in diesem Fahrzeug. Brauchen wir jetzt auch nicht. Gehen wir weiter auf die Navigation wieder. Und dann sind wir auch schon wieder bei den Ansichten. Und wenn wir wieder OK drücken, haben wir hier die kleineren Displays wieder. Bei Audi war das etwas angenehmer. Da wurden die Displays noch kleiner, also die Tachometer-Anzeigen. Bei dem hier sind die doch deutlich größer und die Karte kleiner. Bei Audi war das dann doch ein deutlich höheres Panorama, auch mit Google Maps, mit der Google Maps Einblendung. Das haben wir hier, zumindest das Panorama haben wir hier in diesem Teil nicht. Wenn wir auf die Anzeigen gehen und wieder auf Ansichten und auf Verbrauch und Reichweite, beziehungsweise gehen wir auf Navigation mal, dann sehen wir hier, genau, wieder die Karte und die Systeme sollten jetzt wieder kleiner werden. Genau. Jetzt habe ich einmal verdrückt. Ja, genau. Jetzt werden die Systeme wieder kleiner. Und jetzt hat man hier die ganz normale Karten- und Navigationseinstellung wieder. Was wir unten links sehen, ist die Reichweite des E-Golf. Die beträgt gerade 283 Kilometer. Er ist fast voll geladen. Wir sind gerade eine Runde gefahren, eine ganz kleine Runde. Normalerweise sind es 300, sollten dort 300 stehen, je nach Fahrstil. Volkswagen gibt eine Reichweite von 300 an, sagt aber gleichzeitig eine realistische Reichweite von 250, 260 Kilometern. Sei denkbar, bei kalten, nassen Jahreszeiten, Herbst, Winter, sind es dann so 190, 200 Kilometer, was immer noch richtig gut ist zum Pendeln. Für 80% der Deutschen soll das deutlich über dem Durchschnitt liegen. Genau, das war die kurze Einführung der Digitalisierungsoffensive im neuen Golf. Grundsätzlich eine richtig gute Sache, mit viel Gedankengut verbunden, mit viel Abstimmungsarbeit verbunden. Es ist bündig, das System, es ist schlüssig, es passt, es ist aufeinander abgestimmt und es ist adaptiv auf alle Golfmodelle und Varianten zu sehen. Also E-Golf trägt fast das gleiche System mit ein paar Änderungen, digitalen Änderungen, wie der Golf GTI und auch der R-Golf. Und es sieht zudem noch gut aus und ist individuell konfigurierbar, so wie man es gerade hat, so wie man es gerade haben möchte, nach Lust und Laune. Und das ist wirklich eine schöne Sache, so insgesamt.